Lieblingskanal. Let's go. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schiebt aber mal ganz anders, denn wir haben uns was ganz Spezielles überlegt. Ihr seht schon, das Kollegium hat sich hinter mir aufgestellt. Heute gibt es ein etwas oberflächlicheres Format, denn wir haben vier attraktive Damen einfliegen lassen. Es war tatsächlich eine große Herausforderung, vier Models zu finden, die uns nicht kennen und uns vor allem noch nicht kennengelernt haben. Ja, Marc Eggers. Ja, Marc. Sehr schwer, Marc. Marc. Danke, Bob. Nein, vielen Dank. Leute, jetzt geht's los. Aber die erste Frage ist, wer hat den besten Style? Okay. So, was aber ich finde, Nummer 3 bleibt auf der 3. Schauen wir auf die 2. Ja. 3 bleibt auf der 3. Ja. So geil. Es ist so geil. Ja, die kannten uns schon ein bisschen. Wir haben die auch gefragt. Klar, die haben schon mal was von uns gehört, mal eine Story gesehen oder so, aber die waren jetzt keine aktiven Zuschauer von uns. Wisst ihr, wie ich meine? Die Skinny Jeans. Wir fangen einfach an zu reden und dann kommen wir jetzt mal ein bisschen. Okay, wir sind soweit. Okay. Die Mädels werden euch jetzt eine Reihenfolge vorgeben. Die werden jetzt sagen, wer auf welchem Platz. Nummer 7 auf die 1. Oh, God damn it, boys. Ah, es hat was mit der Optik zu tun. Ach nee, 1 ist was Gutes. Scheiße, Digga, ist doch nicht Optik. 1 auf die 2. Oh, Sascha, man. 2 auf die 7. Oh, Digga, ich hab... Ey, es ist so geil. Ich schwör, ihr müsst euch überlegen, Marc kam zu diesem Dreh so motiviert, ne? Er so wirft sich in Schale. Warte mal, ein bisschen weiter noch laufen. Warte. Die erste Runde geht direkt los mit Marc ist das Schlechteste in irgendwas, ne? Das hat ja, guck jetzt, pass auf. Digga, er hat sich seine Leggings, seine schwarze Leggings angezogen mit seinen Taucherschuhen, okay? Alles schön eng anliegend, Neopren-Style. Sein enges Oberteil mit seiner engen Lederjacke, hat sich sogar noch seine goldene Audemars Piguet umgeschnallt, Haare gemacht, in der Hoffnung, ja, dass er da jetzt gleich richtig gut ankommen wird und wird einfach in der ersten Runde mit dem Outfit-Thema auf die 7 gewählt, Digga. Du, glaube ich, wäre am wenigsten geschlecht. Die 4 auf die 6 und die 6 auf die 4. Oh, okay. Ey, ich muss ehrlich sagen. Und 5 auch? Ich muss ehrlich sagen, Sascha hatte wirklich den, meiner Meinung nach den heftigsten Style an dem Abend. Ja. Okay, Digga, was zum Teufel? Guckt euch mal dieses Outfit an. Übelst geiles Knit-Oberteil, chillige Kette, coole Cap, richtig geile Korthose, richtig geiler Ton. Auch die Töne sind richtig geil matchend mit den Off-White-Schuhen hier. Wirklich sehr, sehr cleanes Outfit von Sascha. Feier ich extrem. Der Teufel geht jetzt ab. Ey, warte mal. Nein, es hat was mit Gaming zu tun. Hey, nein, glaube ich nicht, Bro. So, die sehen direkt, wer so ein Gaming-Nerd ist. Guck mal, wir beide. Bro, ich glaube, du bist eine scheiß Situation gerade schön reden. Ganz sicher, dann wird's ja nichts mit Optik Digga, sein. Als ob man Amar direkt als Gamer interpretiert. Bro, der hat eine Red Bull Cap auf. Und? Ja, das der könnte Sportler sein. Ich könnte Athlet sein. Also, ja, so. Okay, könnte, ja. Er könnte, ja. Ist es Steuerhinterziehung? Es kann nicht aussehen. Also, wir ganz kurz, Marc ist ein wunderschöner Mann. Ja, ja. Das macht keinen Sinn, dass er aussehen. Nein, Aussehen ist es nicht. Aussehen ist es nicht. Nein, Aussehen ist es nicht. Nein. Bro, ich habe mich einmal rausgeputzt. Ihr denkt auf einmal, ich bin neu. Ey, denk mal kurz um. Denk ey, kurz ich um. Ich verstehe es nicht. Also, Amar und Sascha sind ja optisch sehr ist unterschiedlich. Ne? Ja. Das heißt also, es kann nichts Optisches ja, sein. Ja, es kann nichts Optisches sein. Ganz kurz eine kleine Änderung. 5 und 4 bitte einmal ändern. Okay. Ne, es ist doch nicht noch ein schlechter geworden. Es ist nicht die Halle. Ja, ich muss sagen, mein Outfit an dem Abend, ich sag ehrlich, die Jogginghose mit den Schuhen ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ist auch kacke, dass ich dann Jogginghose eigentlich anhatte. Aber ich muss tatsächlich sagen, so vom oben her, mit der Lederjacke und so, habe ich sehr gefeiert. Würde ich so mir auch wirklich eine gute Punktzahl geben. Hier unten hätte ich mehr rausholen können. Was sagt ihr? Bro, du siehst aus wie ein Penner. Danke dir, Bro. Aber ich dachte ganz kurz. Ja, aber das wäre richtig. Ja, aber dann bist du ja... Amar, muss man sagen, hier muss man auch nochmal dazu sagen, auf die 1 gewählt worden mit der Ola Color Parachute Pants. Just saying, guys. Nicht mit ja, ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Es war was, wo wir uns tatsächlich wahrscheinlich ähnlich sind ja. Oder nah dran sind. Und deswegen mussten wir nochmal, wir haben kurz nachgedacht. Dummheit. Es könnte sein, Jungs, wer hat am wenigsten Geschlechtspartner? Ja. Und dann, du bist halt, du hast am meisten, du bist auf der 7. Ja, aber dann müsste Amar ja auf die 9 oder 10. Ey, aber ey, er hat recht, er hat wirklich recht. Das ist so... Ja, aber der, ja, okay, das könnte sein, ja. Ich glaube, ich würde auch das sagen. Das ist mein Guess. Ja, ja, ich gehe mit, ich gehe mit. Ey, loggen wir ein? Nein, wer hat die wenigsten Frauen? Amar, seid ihr wahnsinnig? Ja. Ich würde es nicht einloggen, aber okay. Ist so verloren, wahrscheinlich geht es um Ohrläppchen. Amar, ich brauche so einen charmanten Typ, Digga. Ja. Okay, die Antwort ist gesagt. Die Kategorie war Style. Oh Mann! Oh, hey, sorry. Oh, hey. Skinny Bracker, Digga. Ihr seid
solche Hunde. Ey, das ist wirklich schon mittlerweile Mobbing, was mit meinem Style passiert. Guck mal, und das ist halt das Ding. Alle haben gesagt, oh Marc, cooles Outfit, Bro. Ich hab das doch gesagt. Ey, aber ganz kurz, Style ist Sascha Platz 1, ja, ganz ehrlich. Ja, Marc auf 7, ehrlich, braucht man nicht drüber sprechen. Digga, es ist so boh. Ey, ich finde es so lustig bei Marc, weil ohne Scheiß, ihr hättet wirklich seinen Blick sehen müssen, weil vor dem Dreh war das ja so, er kam wirklich so an, wisst ihr, mit auch so dieser Hoffnung im Gesicht, dass er so zeigt, so, ey Jungs, seht ihr, wie ich mich rausgeputzt habe? Dass er so wollte, dass man ihm sagt, wie gut er jetzt aussieht und er kommt auf die 7, Digga. Wo denn los? Wie er sich nochmal ausgeputzt hat. Ich war gerade so, ich will die voll gern kennenlernen. Ab jetzt, nach dem Dreh, bin ich direkt zu Hause. Auch Ron, super chillig aus, gute Brille, alles toll. Ey, Marc, ich schick dir eine Hose. Dann, Bro, alle was gesagt, Marc, du siehst auch voll so. Ich sag dir ehrlich, so, ich glaube, es ist ein bisschen abgesprochen wegen Ola Kala, ein bisschen Product Placement und so, weißt du, Digga? Ja, ja. Der genau vor mir steht. Also dieser Sascha, das ist halt über viel verbunden. Also ich würde also ihn kennen. Guck, die kennen uns so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Nico und Revi kommen auf jeden Fall nach vorne. Also Ron schätze ich auch recht hoch. Also die 5 kommt auf die 1. Oh, Nico. Nico. Oh, ich bin's. God damn it, boy! Nummer 4 auf die 2. Marc auf die 3. Marc, da ist der Name bekannt. Ja, immer wenn man so vorne dabei gewesen ist, hat man sich schon cool gefühlt, sehr ehrlich. Es geht um Verbrechen. Nummer 1 auf die 7. Ich hab's gesagt vorher. Hey, warte mal, welche Kategorie ist es denn jetzt gerade? Worum ging's? Ich hab's irgendwie nicht mitbekommen. Wer ist am reichsten? Um Gottes Willen, stimmt. Ey, oh mein Gott, es geht wirklich um irgendwas, ne? Es geht um Verbrechen. Es ist nicht mehr das Aussehen. Oh mein Gott. Sascha kommt auf die 4 und Tim auf die 5. Ron bleibt. Ja. Okay, Leute, wenn ich in was der Erste bin, heißt es, ich bin in irgendeiner Kategorie vorne mit dabei. Das muss was sein, was nicht positiv ist. Es kann nicht der Haaransatz sein. Also, ey, guck mal, wenn ich ehrlich bin, ich finde, dass das so, du verwirrst mich, aber wenn es um die Optik gehen würde, wärst du safe meine Nummer 1. Krass. Hey, nein, das wärst du ja allgemein. Und da haben sie sich ins Fäustchen gelacht. Ich will nichts sagen, ich finde Nico von uns wirklich am schönsten. Falsch. Bro, egal. Aber warum hat sie mich denn direkt so gefraudet, Digga? Digga, ich finde dich hübsch. Hey, habt ihr von der anderen Seite gerade irgendwas gehört? Ich glaube, du hast recht. Wir loggen eins. Ich glaube, es geht nämlich, wer ist am witzigsten? Real Talk. Am witzigsten? Ja. Ja, warum stehst du da noch hier? Ja, deswegen bin ich ja auf der 7. Ja, aber du musst dann auf die 9. Wenn es am witzigsten wäre, wäre ich auf 7. Ja, nee, du hast also deine Momente. Also, Selbstreflexion muss sein. Oh, also ne? Wenn es um Sinn geht, lachen man bei dir am meisten. Ah, ich finde Amar schon unlustiger als Tim. Ja. Ey, die Herangehensweise, was du gerade gesagt hast, wer könnte am witzigsten sein? Ja, so Charaktereigenschaften. Was in die Richtung? Weil Lazo ist schon sehr witzig. Lazo ist extrem witzig. Sebastian auch. Marc ist auch sehr witzig. Marc sehr witzig. Du bist auch ziemlich witzig. Na, immer weitermachen, egal welcher Platz. Du bist auch noch ziemlich witzig. Ron auf der 6 ist auch noch ziemlich witzig. Ist aber auch ziemlich witzig. Ja. Also Amar steht auf jeden Fall dann schon richtig. Mal richtig. Wir müssen 5 und 6 tauschen. Wir müssen nochmal was ändern. Nummer 5 und 6 bitte tauschen. 5 und 6? Ich? Ja, okay, dann kann es echt sein, dass es... Okay. Wir loggen witzig ein. Sorry, Amar, ich denke nicht, dass ich witziger bin als Amar, aber... Nein, das passt schon. Reichtum. Aber warte, Reichtum, warte mal, wenn ich es nochmal so kurz angucke. Klar, ich bin natürlich da am Fehler am Platz. Aber Sebastian ist wahrscheinlich der reichste von uns. Danach würde ich schon sagen, kommt Sascha. Danach würde ich sagen, kommt Amar. Dann würde ich sagen, Marc und Ron. Ja, danach Amar, Marc, Ron, dann Tim und ich. So würde ich sagen, vom Privatvermögen würde ich sagen, ne? Nicht jetzt in Firmenanteilen und so. Oh mein Gott! What the Bruder, hell? Bitte noch ganz hinten! Amar, Bro, lass mal tauschen. Einige Leute hatten noch gesagt, wir sollen danach auch noch eine Eigeneinschätzung machen. Fand ich eigentlich eine ganz geile Idee. So, mein Boy. Die dreifache Privatinsolvenz. Aber ist gut, da merken wir es. Ich kann jetzt nicht. Fake it till you make it. Ja, Mann. Also daran merken wir, die kennen uns wirklich nicht. Die kennen uns for real. Die kennen uns nicht. Doch, doch. Mich kennen sie. Auf die 1. Kennen sie. Wie heißt er? Tim? Finde ich stark. Okay, jetzt die beste Frisur. Tim findet sie stark. Also, ja, aber auf der Seite. Ich würde sagen, erstmal kurz Ron könnte es halt lassen. Ja. Also lange Haare. Okay. Quatsch, Quatsch. Also, ja, also Kappe 6 und 7. Dann lassen wir die 7. Er bleibt auf der 5. Ich finde blondierte Haare, die hat auch ein bisschen Quatsch, muss ich sagen. Ja, ich
schwierig, das ist halt basic, oder? Woher hat Sascha so viel Geld? Ich sag's dir ganz ehrlich, Sascha ist einfach ein verdammt kluger Typ. Also Sascha ist einfach so, Sascha hat so die perfekte Mischung aus dem, du kannst mit ihm in der Klasse in der letzten Reihe sitzen und Faxen machen, aber er macht trotzdem so ein einigermaßen gutes Abitur fertig, weißt du? Ich meine, Sascha ist einfach so dieser Typ. Er macht seine geilen Videos so, ist einer der besten, wenn nicht der beste deutsche YouTuber. Okay, aber gleichzeitig ist er nicht so dieser Idiot, der halt die Kohle rausballert, sondern er legt sein Geld ordentlich an, gönnt sich natürlich auch mal was, aber wenn er sich was gönnt, dann sowas, was auch im Wert steigen kann. Also Sascha macht das einfach sehr, sehr gut. Deswegen hat er sich auch einfach mit vollem, ja, mit, wie sagt man das, mit vollem Elan verdient. Okay, ich würde machen, okay, das traue ich. Okay. Okay. Also die 7 bleibt auf der 7. Oh. Die 4 geht auf die 6. Shit, na scheiße. Ja. Aber okay. Die 5 bleibt auf der 5. Und dann geht Nummer 2. Alter, die finden Sascha seine Haare noch schlimmer als Ron seine langen Haare. Auf die 4. Boah, und Tim geht auf die 2. Die 3 geht auf die 2. Okay. Jetzt das Aussehen. Jetzt ein Geschlechtsbuch. Und jetzt die 3 geht auf die 1. Oh ja. Boah. Okay, Tim ist number one. Aussehen kannst du es. Und Amar ist die letzte. Sportlichkeit vielleicht. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Gerade sehe ich natürlich aus wie ein Bastard. Ne? Wir brauchen uns nicht unterhalten. Also, dass ich jetzt gerade wirklich aussehe wie der absolute letzte Knecht, brauchen wir nicht reden. Ich bin wirklich fertig mit der Welt. Ich war seit 2 Wochen nicht beim Friseur. Ich habe eine Dauerwelle, die ich nicht richtig behandelt habe und die komplett scheiße aussieht. Aber ich muss sagen, im Video, okay? Im Video finde ich, dass ich schon... Finde ich schon, dass ich da eigentlich einigermaßen gut aussehe. Oder auch meine Frisur finde ich auch nicht schlecht. Oder was sagt ihr? Nicht nur noch negative Kommentare damit. Ein guter Fortschritt. Naja, ich würde fast so sagen, so, es geht irgendwas mit Intelligenz. Nein, Bro, ich sehe auch nicht aus wie die hellste Kerze. Sorry. Warte mal, aber Ron hat gar nicht mal so unrecht, weil Amar sieht schon echt dämlich aus. Dahinter sind 4 Frauen, die würden nicht tippen, dass ich schlau bin. Aber Sascha sieht so ein bisschen aus, als hättest du so wirklich die Schule so irgendwie geschmissen. Ich sehe doch nicht aus wie ein Schulabbrecher. Ey, Bro, wenn man dich nicht kennt mit deinem Aufzug heute, ich sag dir ehrlich. Frisur könnte sein. Meinst du, aber beste ich finde, Frisur? Dann wärst du weiter vorne. Bro, das kann man mit uns gar nicht ranken. Nee, aber ich finde, dann wäre Sebastian weiter vorne. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Also, ganz. Was bei Thema Frisur? Ich finde Sebastian, also echt, ich mag Sebastian echt gerne, ne? Aber zum Beispiel Sebastian, seine Frisur finde ich komplett. Also, die finde ich wirklich ass, Digga. Mit diesen Seiten hier auf Null ohne Übergang, dann hinten aber trotzdem noch so übel lang und dann noch dieses Blondierte, gar nicht meins. Also, ehrlich, ich weiß, ich habe selber, lehne mich weit aus dem Fenster mit meinen Frisuren, ne, weil ich auch immer wirklich Scheiße habe. Aber, Digga, ich finde Sebastian seine Haare wirklich ästig, sag ich so, wie es ist. Kurz, wenn wir von Frisur sprechen und Nico auf 3 ist schon gottlos. Also Nico, Bro, muss ich auf 7. Eine geisteskrank geile Frisur. Hey, nach vorne, ja. Oh mein Gott. Sehr, sehr. Natürlich, guck mal. Klar, ich verstehe, wenn man jetzt sagt, ja, ist schmierig und so, mag ich nicht. Aber Bro, ich finde die Frisur geil. Also ich bin immer noch dafür, Intelligenz zu... Digga, wenn du auf der 5 bist, halt mal dein Maul. Du willst mitnehmen, aber du kriegst das nicht mal. Aber warum Amar da immer das Schlusslicht ist, ne? Es ist die Frisur. Es ist die Frisur. Ja. Wir loggen ein. Es war... Die Frisur. Boah! Einfach richtig gehabt, Digga. War schon echt da. Ey, sowas richtig zu haben, ist gar nicht einfach, ne? Ich meine, es könnte ja alles sein. Seid wirklich richtig zu gessen, muss ich tatsächlich sagen. Das war stabil. Richtig mal! Aber warum haben wir dann... Aber Gott, ja, aber dass Tim auf Nummer 1 ist, hätte ich nicht gedacht. Also von der Frisur. Ich meine, ich finde Tim seine Frisur wirklich fresh, ne? Die sieht gut aus, aber das ist so eine Standardfrisur. Also ich hätte, glaube ich... Oh, Digga, aber wen sollst du von uns auf die 1 wählen? Das ist halt alles so eine Geschmacksfrage, ne? Ja. Guck mal, die Frauen, die wissen einfach, was gut ist. Und die wissen einfach, dass meine Frisur, die kommt noch, Digga. Das ist eine geile Frisur. Jetzt noch eine Skinny Bracke, Digga, du bist ganz weit oben, Alter. Wer ist dein Friseur, Alter? Ich habe meine Haare heute mit Let's Me gemacht, tatsächlich. Lass du hier, schick mich! Oh yeah! Train like a pro. Mit dem Fußball Addicts Pro Coach kann jeder Spieler individuell sein Training wählen. Egal ob Prävention, Athletik oder positionsspezifisches Training. Become a pro. Erstelle deine eigenen FIFA... Ist immer so geil. Wisst ihr, wie oft er gebraucht hat, um das hier zu sagen, Alter? Es hat so oft gedauert. Das ist übrigens gerade das Placement für die Leute aus der Das ist es Episode, die damals gewonnen hatten. Ne? Also das ist kein bezahltes Placement, sondern wir haben denen ja sozusagen dem Gewinner versprochen, dass wir ein Placement für die machen, für deren App. Gerade um die Übersicht über deinen aktuellen Leistungsstand zu bekommen. Und wenn du trainieren gehst, dann siehst du sogar, wie sich deine Werte verbessern. Absolviere coole Fußball-Challenges und vergleiche dich mit deinen Freunden. Ja, das haben wir in der letzten Folge gell? Also, jetzt hör doch mal kurz zu.
Ihr mit der Fußball-Expro könnt gerne weiter eure Individualtraining machen und so weiter und so fort. Ich persönlich, ja, als Trainer brauche die Fußball-Coach-App, damit wir das Ganze auf Next Level bringen. Helliger, hier drüben spielst du mal ab, gell? An das Fußball-Team, danke, dass ihr dabei wart und auch an alle Fußballer, angehende Fußballer oder Coaches da draußen. Schaut da gerne vorbei, der Link zur App ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Mitmachen und dann sehen wir uns vielleicht auch nächstes Mal. Irgendwo kann es jetzt sein, dass wir die letzte Saison so abschießen sind, Jungs. Verdammt nochmal, du kannst nicht weiter. Thomas, hier drüben, spiel mal auf. Stark heißt, wer mich Okay. Also ich muss schon sagen, dass ich das schon nicht schlecht fand, das Placement. Also die Audioqualität war echt scheiße, muss ich sagen. Da gehen nochmal Grüße raus an unser Kamerateam. Aber ich muss sagen, den hier, warte. Fußball-Expro, bringt gerne weiter eure Individualtraining machen und so weiter und so fort. Ich persönlich, ja, als Trainer brauche die Fußball-Coach-App, damit wir das Ganze auf Next Level bringen. Helliger, hier drüben spielst du mal ab, gell? Alles Fußball-Team. Oh Mann, okay, völlig gut. So. Der Stärkste. Heißt, wer mich privilegierte Ratte. Ja. Der Stärkste, der Stärker. Okay. Können wir mal auf die Einzelne? Also er auch ganz weit hinten. Was machen wir mit Nico? Wir haben noch gar nicht über Nico gesprochen. Der ist auch sehr sportlich. Ah, da denkt jemand an mich. Also da wird Alexa eifersüchtig sein. Aber es geht ja um so, Leute, 6 geht ja nicht 6 auf die 7, 6 auf die 7, 4 auf die 6. Sieht doch so lieb aus. 6 auf die 7, 4 auf die 6 und 3 auf die 5. Okay. Ja. Okay. Ja, wir haben's. So, die 7 kann stehen bleiben. Die 6 auf die 7. Oh shit, oh shit. Digga, das fällt nicht. Die 4 auf die 6. Oh, ich bin jetzt auch. Ja, Nico, wir arbeiten uns gleich ganz leicht nach vorne. Die 3 auf die 5. Ja, und oh, shit. Hey, Nico, Digga. Die 2 auf die 4. Ich sag euch jetzt ganz ehrlich, okay, bei der Frage muss ich wirklich ganz nach hinten. Ich bin der schlechteste Schläger, den du dir vorstellen kannst. Ich habe mich in meinem Leben noch nie geschlagen. Ich hätte niemals Lust, mich zu schlagen, weil ich das so scheiße finde. Ihr könnt es nicht glauben. Ah, ui. Auf die 3, Nummer 1. Nach hinten. Du auf die 1. Oha, Amar. Er ist zurück, er feiert Comeback. Ladies, ihr kriegt nachher Rosen. Okay. Oh. Für die Kategorie ganz sicher. Oh, nee. Entweder bin ich die 1 oder die 7, das ist doch Quatsch. Also oh mein Gott, ich weiß es. Wer ist am ehesten der meiste Ausländer? Nein, nein, nein. Bro, guck mal aus, guck mal an, wie du aussiehst. Bro, ich sehe aus wie ein Deutscher. Guck mal, du siehst nicht aus wie ein Deutscher. Du sagst also übel deutsch aus und Amar übel nicht deutsch. Wer ist am ehesten der meiste Ausländer? Hey, aber jetzt mal ohne Witz, wenn man so sagt, wer hat die meisten ausländischen Gene in sich, ne? Dann finde ich schon ehrlich, dass es gar nicht mal so abwegig wäre, dass die Konstellation so wäre, weil Sascha sieht am deutschesten aus und Amar sieht halt einfach nicht am deutschesten aus. Aber wäre auch eine dämliche Frage, ehrlich gesagt. Also für mich ist deutsch, wer sich deutsch fühlt. Sympathie. Ich mach das nicht nach der Optik fest. Ich glaube, dieses Ausländer-Ding ist gar nicht so abwegig. Hey, ich finde, Ron sieht man dieses Polnische schon an, oder? Ich sehe aus wie ein Rumäner. Ja, unsere Regie kommt doch nicht auf die Idee. Lass doch mal bitte fragen, wer ist der größte Ausländer an der Gruppe? Aber es könnte schon sein. Ist das das Einzige, womit ihr mich vorne assoziiert, wenn ich gewinne? Das ist das Einzige. Ja, okay, stimmt, aber Tim sieht man den Jugo wirklich nicht an, oder? Stopp, gerade Remi. Coco Beach. Also nehmen wir jetzt echt so eine Frage so, yo, wer ist am meisten Ausländer, oder? Nein, Coco Beach, Bro. Coco Beach. Marc, hast du es vergessen? Coco Beach. Ich denke, es geht um die Frisur diesmal. Nee, ich bin ein bisschen rot. Ich war im Solarium, aber vielleicht bräune? Nein, das ist eine dumme Frage. Ich hätte eine Frage an die Runde. Ist das schon wieder das Einzige, was Jungs, wollen wir einen Tipp haben? Ja. Ja. Also bei der Kategorie geht es um eine körperliche Sache. Oh mein Gott, nicht mehr den Sinn. Oh mein Gott. Bro, Coco Beach. Ordentlich sein. Körperliche Sachen. Ordentlich sein. Körperliche Sachen. Körperliche. Was hat das körperlich mit ordentlich doch mit aufräumen? Nein. Was laberst du, Digga? Das ist dumm, so aushaltmäßig. Das ist sehr doof, was du sagst. Ah, okay. Es ist wirklich dumm. Wer ist der Muskulöseste? Weil wenn die uns nicht kennen, dann unter den Jacken und so, man könnte bei Amar wirklich denken, dass er so ein Brecher ist. Lass mich einmal gucken, um zu denken, ob er ein Brecher ist. Nein, Bro, ist er nicht. Kleiner Hey, stimmt, und Sascha ist ganz links. Ja.
Das ist es. Ja. Wir haben es. Wer ist der muskulöseste? Also es passt richtig, es ging um die Stärke. Oh, ja. Aber ey, der Typ ist 3 Meter groß. Digga, also dass man da nicht Mark auf die 1 wählt, hätte ich schon nicht verstanden, muss ich sagen. Also Mark ist auch 100% in der echten Schlägerei, Bro. Ich glaube, man will wirklich sich nicht mit Mark bomben. Also wenn du von dem eine Faust kassierst und dem seine Faust ist wirklich doppelt so groß wie meine, von diesem 2-Meter-Brecher, Digga, das ist, also mit Mark hätte ich wirklich gerne nicht, also mit Mark hätte ich nicht gerne Stress. Arg auf der 4? 110 Kilo. Nein, nein. Ja, mit Ron auch nicht, Bruder. Ron ist auch so ein richtiger Barschläger. Das Kuriose ist ja, Amar von Sebastian aufs Maul bekommen. Oh. Tim ist vor Mark. Ja, das ergibt wenig Sinn. Er sieht so schlapp aus. Wo geht's nochmal zur Toilette, Bruder? Ich glaube, da müssen wir einmal... Da lang. Dreiwürdig, 100%. Oh, das ist eine schwierige Frage. Kommt auf den 7. Okay, okay, aber die 7, was soll ich? Wollen wir die 7 auf die 1 direkt schieben? Ja, das ja aber wir müssen ja von hinten. Na, aber nicht, ja, ja, klar, wir fangen von hinten an, aber dann... Nein, nein, wir machen die 2 auf die 7. Ja. Den Nico würde ich so lassen. Mhm. Wir setzen die Nummer 2 auf die 7. Oh, ciao, Bro. Macht's gut. Die Nummer 4 auf die 6. Ich bin oft dicht an Ron dran. Ja, toll. Die 5 bleibt. Aber tatsächlich ist wirklich Ron auch richtig auf der 7. Die 6 auf die 4. Die 1 auf die 3. Die 3 auf die 1. Okay. 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 Schon wieder nebeneinander. Ron auf der 7. Was unterscheidet euch? Habe ich mich gerade auch gefragt. Intelligenz. Ja, Mann, Intelligenz. 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 Es ist Intelligenz. Das stimmt aber damit Amar irgendwo was nicht, aber das könnte. Ja, weil da hätte ich da vorne hin müssen. Genau, weil du nämlich der Klügste bist. Diesmal bin ich. Ja, aber woran soll man das denn festmachen? Ron und ich sehen schon aus wie Toastbrot. Ja. Muss man ehrlich sagen. Also ich sag's euch ganz ehrlich, am ehesten Geld leihen. Wie müsste die Reihenfolge sein? Auf der Nummer 1 ist Tim. Das ist eine blöde Frage, um selber zu beantworten, weil ich kenne die Jungs alle und wirklich, ich würde jedem von diesen Jungs würde ich mein Geld leihen, weil ich wüsste, die würden es mir auf jeden Fall zurückzahlen. Da gibt es keinen, bei dem man jetzt so sagt, oh, der wird es mir vielleicht nicht zurückzahlen. Bei Ron wäre im schlimmsten Szenario halt das, dass er sagt, okay, der Ron ist halt jemand, der versäuft halt irgendwann die Kohle oder das höchste Risiko, dass er das halt für was anderes ausgibt. Aber so vom Ding her würde ich bei jedem mir sicher sein, dass ich mein Geld zurückbekomme. Das ist schwierig zu beantworten für mich. Guck uns mal an. Ja, Digga. So ein Abi-Zeugnis. Wer hat so den besten Schnitt, ne? Oh, ja. Ich finde es echt eigentlich legitim, wenn wir tatsächlich uns auf die Intelligenz einigen, oder? Ja. Ron, was sagst du denn gerade? Ach so, ja, ist mir eigentlich voll egal, ja. Oh, wir sitzen im selben Boden. Wir locken Intelligenz. Ja. Falsch. Oh, warte, wir brauchen einen Tipp. Es geht um eine Charaktereigenschaft und nicht um eine Äußerlichkeit. Oh mein Gott, wer ist der Loyalste? Loyal oder liebevoll? Ah, genau, in der Beziehung. Oder? Ja. Wo denn sonst? Ach so. Ihr habt so biesle diese Fuckboy-Vibes, miesige. Du brauchst gar nicht so zu machen, du musst eigentlich ganz offen stehen. Schubladen decken oder was? Wer ist der treueste Einloggen? Also es ging um Vertrauen. Wem würden wir Geld anvertrauen oder so? Alter. Hä, wieso würdet ihr mir Geld anvertrauen? Achso, wer ist der Vertrauenswürdigste? Ja. Genau, richtig. Aber ist doch ein Kompliment. Es ist volles Kompliment. Ja, aber das ist extrem, verstehe ich nicht. Das ist voll aggressiv. Fühlt sich angegriffen. Sind wir bei Tim, wenn der Komplimente bekommt, reagiert der extrem aggressiv, Digga. Warum nicht? Was soll das? Nummer 1 auf die 7. Ja. Warum Ron auf 7? Leute, warum ist die 7 auf der 7? Sagt es ruhig. Ausstrahlung. Mit wem kann man am besten feiern gehen? Ja, guck, das wussten die zum Beispiel. Also die kannten halt wahrscheinlich die eine oder andere Tornado-Story von Ron und wussten halt so, Ron ist halt so ein Party-Animal. Deswegen, ja, also klar, ein bisschen wussten die schon was Bescheid. Aber fände ich jetzt auch nicht schlimm. Das wollte ich auch gerade sagen. Gerald, du hast meine Gedanken gelesen. Der bringt dich auch safe nach Hause und so. Ja. Also auch safe. Ich glaube, der... Okay. Lässt es stehen, weil dann eine bessere Entscheidung. Aber was machen? Aber was mit der 1? Marken sie auch. Okay. Alright. Also die Nummer 7 ganz klar auf die 1. Wie klar auf die 1? So 110%. 110%. Wer ist am spielsüchtigsten? Die Nummer 6 auf die 7. Oh shit. Macht keinen Sinn. Die ehemalige 1 auf die 6. Du kannst gleich dort bleiben. 3 und 4 müssen tauschen. Ich war noch nicht einmal neben Ron, oder? Nico bleibt die ganze Zeit. Ich bleib auf der 5. Ey, warum ist Ron ganz klar auf der 1 und ich bleib auf der 2 so. Spielschulden. Oh, wo hab ich Spielschulden? Hast du. Alter, auf der Sascha auf die 2? Also da steht Sascha ja wirklich ganz falsch. Also meiner Meinung nach, ist die Platzierung schon fertig? Ich sag immer mal meine Einschätzung, okay? Oh. Die Nummer 6 auf die 7? Oh shit, macht keinen Sinn. Die ehemalige 1 auf die 6? Ja, auf der 1 und ich bleib auf der 2 so. Spielschulden. Oh, wo hab ich Spielschulden? Hast du. Ganz...
Oh, Mann! Hä? Oder? Nico bleibt die ganze Zeit. Ich bleib auf der 5. Ey, so, jetzt. Mann! Auf die 1 auf jeden Fall Ron. Richtig. Auf die 2 kommt Marc. So. Mit Marc kann man so geil feiern. Wirklich. Es ist unfassbar lustig, was man mit Marc feiern kann, weil es ist einfach. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so gute Lachflashes beim Feiern wie mit Marc. Weil es wirklich. Der Typ ist. Der bringt dich ganz weit nach vorne. Ganz weit nach vorne. Auf die 3 würde ich dann. Es kommt drauf an. Aktuell eher Amar, weil Amar ist ein härterer Partymensch gerade als ich. Oder halt mich, wenn ich eine gute Phase habe. Ja, also Amar und ich, so 3 und 4. Dann würde ich Sebastian setzen. Dann würde ich. Oh, Tim und Sascha, schwierig. Sogar eher noch Sascha auf die 6 und Tim auf die 7, weil Tim geht nie feiern. Nie! Also wirklich, der geht nie feiern. Warum ist Ron ganz klar auf der 1 und ich bleib auf der 2 so? Spielschulden. No, wo hab ich Spielschulden? Hast du. Marc auf der 7. Tim auf der 6. Drogenkonsum vielleicht, ja, ne? Ja. Aber wo ist die ganz krasse Spanne zwischen Ron ganz klar auf der 1 und du ganz klar auf der 6? Alter. Warte mal, wenn dann ganz klar auf die 7 kommt, war es schon eine Beleidigung fast. Findest du, dass du jünger aussiehst als ich? Nee. Aber du hast halt einen Vollbart, ne? Ich würde ja Latzo auch viel weiter vorne ranken. Wir loggen einmal Alter ein. Falsch. Oh. Wir brauchen ein Tippi. Irgendwas ganz Spezielles. Es ist, wer riecht am besten? Digga, warum sollte Marc stinken? Ja, ich hab nicht gesagt, ganz klar. Das ist doch alles gut. Es gibt ein paar Sachen, die kann man auch nicht mehr sprechen. Ich hab noch nie gesagt, dass das stinkt. Was unterscheidet mich ganz klar von Marc? Okay, warte mal, vielleicht Party. Dass sie Marc nach hinten gewählt haben, verstehe ich gar nicht, weil, Digga, also Marc ist schon echt, also mit Marc feiern ist schon echt einer der besten Sachen so. Nee, das macht Tipp. Tippi. Und? Ja? Du warst close. Ich war close. Party? Digga, und ihr sagt direkt alle nein, ich war close. Dann müssen es Drogen sein. Kokovic. Da bin ich der Abhängige anscheinend. Wieso nicht, wer am meisten feiern geht? Ja, das, wer geht am meisten feiern? Naja, weil die denken, dass er zu alt ist. Ja, das könnte echt sein. Schon passen. Ja, wer geht am meisten feiern? Also es ist falsch. Es war zwar die richtige Richtung, aber es ging darum, mit wem wir am liebsten feiern gehen würden. Oh. Oder am ehesten. Oh, shit. Ich denke mal, wie er sich freut, Alter. Als hätte die WM gewonnen. Ja! Digga, du bist der Ja! Er ist der Witzigste bei den Partys. Hey, sag jetzt auf! Ihr habt mich doch nicht hierher gewonnen. Marc und Ron gehören auf 1 und 2. Ich würde auch sehr gerne mit euch feiern gehen. Schlecht ist das also dein. Also ich nehme euch eine Sache übel, dass ihr mich dann auf geswitcht habt. 3 und 4. Das ist echt ein Schlag ins Gesicht für dich heute, Alter. Wer hat am meisten Riss? Leute, ich finde... Dieses Wort Riss geht mir so auf die Eier, Alter. Wie übersetzt man Riss? Die meisten... Wie übersetzt man Riss? Charisma, okay. Ach, deswegen kommt Riss von Charisma. Gottes Willen, Alter. Scheiße, ich werde langsam zu alt für den Scheiß. Ihn am sympathischsten. Nummer 6. Naja, wenn wir Riss mit Charisma übersetzen, finde ich die 5 safe mit weiter vorne. Ja. Safe auf die 2, würde ich sagen. 5, 6, 7 auf 1, 2, 3 und 4 wird stehen. Wir setzen einmal die 5 auf die 1, die 6 auf die 2 und die 7 auf die 3. Die 4 bleibt stehen. Die Nummer 1 auf die 5, 2 auf die 6. 5 und 4 tauschen. Okay, ey, also ich bin auf der 1, Sebastian auf der 7. Ich check hier nicht, warum Sebastian auf der 7 ist halt, ne? Naja, es muss was wegen der Optik sein. Okay, ey, wir müssen nochmal was tauschen. 2 und 6. Was? 2 und 6? Das ist ein heftiger Tausch. Jetzt ist perfekt. Das war jetzt gerade nochmal ein heftiger Switch. Ja, ein heftiger Switch. Auf einmal zwischen den 2 Models. Ich glaube, es ist Zeit für einen Tipp. Also, wir haben einen Tipp für euch. Ey, zeigt doch einmal kurz bitte die Aufreihung, Jungs. Bitte. Euch. Ihr könnt ja alle mal euren besten Anmachspruch nennen. Und dann können wir nochmal neu entscheiden. Okay, wer ist am charmantesten? Also, das hängt aber voll von... Ich sag's euch mal so, wie es ist. Den heftigsten Riss hat Marc. Okay? Hat auf jeden Fall Marc. Und ich muss sagen, in dieser Gruppe sind wirklich ein paar harte Baller in diesem Game. Marc hat den heftigsten Riss. Als Platz Nummer 2 würde ich schon fast sagen, dass Platz Nummer 2 würde ich schon fast Sebastian geben. Sebastian kann extrem, extrem krass mit Frauen. Wirklich. Also man würde es vielleicht ihm manchmal nicht anmerken, aber Sascha,
Sebastian ist wirklich krass. Also Sebastian ist wirklich krass. Ich sag's dir ehrlich, der Typ hat's wirklich auf dem Kasten. Marc, Sebastian, ich will jetzt nicht mich selbst hier irgendwie beweihräuchern, aber ich würde mich auf die drei tun. Marc, Sebastian, ich. Bei Ron ist halt so eine Sache. Ron ist halt jemand, der scheißt halt auf alles und geht einfach hin. Der scheißt auf alles, geht alles hin. Und bei manchmal klappt es halt dann auch gut für ihn, ne? Deswegen würde ich schon sogar fast. Amar ist halt auch echt strong, ne? Ja, Ron und Amar 4, Ron, Amar 5. Tim ist aber, wenn Tim im Modus ist, ist Tim auch wirklich strong. Ey, wirklich, es ist echt schwierig. Sascha hält sich halt immer übel zurück, aber wenn der wollte, könnte er ja auch geisteskrank. Es ist super schwer. Ich kann Sascha hier übel schwer auf die 7 tun. Eigentlich nur, weil er es halt kaum ausnutzt. Alles harte Baller. Von der Frau ab. Wer ist am charmantesten? Also, wisst ihr, was das beste Anmachspruch ist? Einfach Flammen schicken als Reaction auf die Story. Tim auf die 7. Tim auf die 7. 6 auf die 7. Ja, Gentlemen, einloggen, komm. Warum ist jetzt Revi dein Letzter? Bin ich nicht, bin kein Gentleman. Ja, das ja, Gentleman einloggen. Also es ging um Riz. Um was? Riz. Was ist Riz? Charisma. Was ist Charisma? Da stehe ich echt schlecht. Okay. Der wird sich heute entscheiden. Du reißt am ehesten Frauen auf. Krass. Und danach komm ich und dann kommt Marc. Also Mädels, wenn ihr die Realität jetzt kennen würdet, das ist so krass. Ja, wollen wir einfach nur einmal für die Frauen, die wir hier haben, uns selber einordnen? Na, ja, na klar, ja. Gerne. Marc, du musst auf die Nummer 1, Digga. Ja, du musst nach vorne. Du musst wirklich auf die Nummer 1. Amar muss auf die 4, 100%. Nein, nein, ich bleib hier. Ja, wobei ich muss... Ron leidet hier an der krassen Selbstfehleinschätzung. Ich muss sagen, wenn ich Single bin, dann bin ich schon ein krasser Typ. Also, das ist nur einmal die Realität. Ja. Ja. Ey, ich sehe Nico echt wirklich hier zwischen der 1 und 2. Alter. Ja, ja, aber Nico... Oh, soll ich mal aufzählen? Nellena kann gehen. Nellena. Hä, aber warum ist denn Tim G da hinten? Guck mal. Ey, ich sag euch, Tim war auch, als der Single war, Bro. Ja, also, was der Typ ist. Es ist ultra schwer, das hier zu beantworten. Ich sag euch wirklich, alle von den Jungs sind wirklich krass unterwegs. Zogen hat, war geisteskrank. Also, Tim G ganz hinten sehe ich gar nicht. Man ist voll nett zueinander. Richtig niedlich, wie diese Support. Ja. Ich bin glücklich auf der 7. Wer ist der Beste im Bett? Oh mein Gott. Ich blende mich jetzt mal in die Allgemeinheit der Mädels rein, wenn man die angucken würde, mit wem die am ehesten was machen würden. Okay. Die sieben, ganz klar, ganz klar. Ich glaube, die 4 nach vorne auch. Leute, ganz klar, okay. Nummer 2 auf die 7, okay? Ja. Wer ist die Nummer 1? Die Nummer 4 vielleicht? Oder Nummer 7? Also, die 2 kommt auf die 7. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Ron ist immer der Erste, der laufen muss irgendwie, keine Ahnung. Digga, Ron auf der 7. Ey, Junge. Ich sag euch halt aber auch ganz ehrlich, das Ding bei Ron ist halt so. Ron ist definitiv jemand, der jetzt nicht unerfolgreich bei Frauen ist. Aber Ron ist halt so ein spezieller Typ. Der ist halt auch bei speziellen Frauen eher erfolgreich, als jetzt bei, sag ich mal, der breiten Masse. Ja? Ron ist halt einfach, der will es ja aber auch so. Er hat lange Haare, eine lilane Sonnenbrille, Dolce & Gabbana Jacke. Ist ja der Robert Geist-Typ. Der wird ja jetzt sicherlich nicht die, der ist halt einfach... es ist einfach in einem anderen Sparte unterwegs, sagen wir es mal so. 5 und 6 tauschen. Aha. Mhm. Die Nummer 7 auf die 2. Aha. Aha, wieder so eine Nummer. 4 und 1. Genau, richtig, Nischenficker. Genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Tauschen. Und die 3 und die 4 tauschen noch. Digga, ich bin schon wieder auf der Nummer 1, Alter. Was? Also, die hatten mich da auf die 1 gewählt? Oh mein Gott, also die Mädels haben mich ja auch wirklich, haben mir aber auch wirklich Komplimente gemacht in der Episode. Alter, da fühle ich mich ja tatsächlich im Nachhinein schon nochmal sehr, sehr geschmeichelt, Alter. Ich sicher, Mädels? Ganz sicher. Oh, shit. Ja, Digga, sie hat nochmal gesagt, ganz sicher. Okay, Digga. Zum Glück reacte ich auf das Video hier gerade nicht mit Alexa zusammen, Alter. Du hast den größten Riss und du bist am reichsten. Wen würde man vielleicht am ehesten heiraten? Aber bei ehesten heiraten sehe ich eher so einen Typ wie dich. Ich sehe dich eher ganz vorne bei Geschlechtskrankheiten. Wer ist am ehesten in einer Beziehung, maybe so, einen auf den? Ja, das ist niemals. Nee. Achtet mal darauf, es ist irgendwas, wo ich auf jeden Fall wieder extrem am schlechtesten bin, weil die haben mich als Erstes platziert. Jetzt könnte es auch intelligent sein, aber steht Marc hier voll falsch. Wir waren stark, vergesst nicht, ne? Ja, dann bin ich schwach und dumm. Dann hab ich verkackt im Leben. Aber dafür hast du geilen Style, Bro. Geht es in die richtige Richtung, wenn wir sagen, wen würdet ihr eher heiraten? Also es gehört zum Heiraten dazu.
Oh. Kinder kriegen. Ach so, Kinder. Mit wem würde man am liebsten Kinder kriegen? Ja, Lazzo. Es ist Kinder kriegen, Digga. Dann sind es Kinder. Ja, Familie gründen. Familie gründen. Beziehung. Wir denken zu weit. Wir denken zu weit. Vorheiraten. Warte, Beziehung. Wir denken zu weit. Warte mal, zu weit vorheiraten ist Beziehung. Ja, Beziehung dann. Ja, Beziehung. Date. Aber nein, das gehört doch nicht zum Heiraten dazu. Aber Beziehung oder? Gehört zum Heiraten dazu. Du musst ja daten und eine Beziehung führen, um zu heiraten. Ein Date gehört nicht zum Heiraten dazu. Du heiratest instant. Ja, in Las Vegas ist alles möglich. Leider, was ist, wenn wir uns vielleicht so drauf einigen, mit wem würdet ihr am ehesten auf ein Date gehen? Das ist 7. Ja. Falsch. Oh, alter Shit. Ich hab's doch gesagt. Ja, dann sag ich doch Beziehung, hab ich doch gesagt. Ja, okay. Okay, mit wem würdet ihr am ehesten eine Beziehung eingehen? Falsch. Hä? Auch falsch. Ja, okay. Oh mein Gott, mit wem würde ich am ehesten ficken, man? Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Oh mein Gott, wer wäre am ehesten der Trauzeuge? Was? Ah, nee. Was? Leute, wir haben bei Hochzeit gesagt, es ist zu weit, ihr denkt zu weit. Und bei Date, also das ist zwischen Hochzeit und Date. Ich hab's gesagt, wer würde ja sagen? Verlobung, ich hab's doch gesagt. Nein. Auf Kamera. Nein. Oh, Ron, Alter. Junge. Ron, das ist Digga, was bist du dumm, was redest du? Das ist sehr speziell. Okay. Ah, mit wem würde man sich küssen? Oh. Einloggen. Küssen, super. Die Frage war, wer ist der beste Liebhaber? Liebhaber? Ja, küssen, sag ich doch. Guck ihn dir an. Guck die Leute. Ja, da darf man sich auch mal gut fühlen, ganz ehrlich. Also ich wurde da echt gut bewertet. Da habe ich mich toll gefühlt, wirklich, muss ich ehrlich sagen. Danke nochmal an die Frauen. Da habe ich mich gut gefühlt. Ist das krass. Warte ganz kurz, ich würde einmal kurz meine Modelposen durchgehen. Nico hat seinen zweiten Frühling gerade. Dieses Format hat ihn weit nach oben gebracht. Der reichste, der beste Liebhaber. Jetzt geht's los. Ja, Nico hat das Wort, das ist seine Folge. Ihr seht auf jeden Fall schon mal... ich habe eine Frage. Warum ist Ron bei dir? Ma, ihr seht auf jeden Fall schon mal gut aus. Digga, was eine Aussage, Digga. Aber auf der 7 würde mich auch mal interessieren. Es war eine Gruppenentscheidung. Wir nehmen das eh nicht persönlich. Es war super. Also ich finde, ihr habt es richtig gut. Ja, no joke. Safe. Aber wegen dieser Style-Nummer nochmal. Vor allem, ihr wisst nicht, ich schaffe bei Marco und er hat sich wirklich Mühe gegeben für heute. Ey, ich hab mir wirklich Mühe. Er hat aber extra die engste Hose rausgezogen, die hat. In diesem Sinne, meine allergeilsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal beim Modelwerk und natürlich an unsere 4 attraktiven Damen, die bei dem Format hier mitgemacht haben. Die Mädels sind auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt also für alle, die noch ein Schuhprojekt vorbeischauen wollen, da hören schaut wir gerne auf einmal vorbei. Zu, in Digga. Diesem Sinne, haut rein, liebe Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir spielen heute Among Us in Real Life. Dazu haben wir ein riesiges Anliegen. Oh mein Gott, Among Us, Digga. Von den Crewmates gelöst werden müssen. Wir spielen mit insgesamt 8 Crewmates und zwar. Boah, Tim, sein Voice-Over. Wir spielen mit insgesamt 8 Crewmates. Imposter. Nach jedem Kill muss der Imposter 30 Sekunden warten, bevor er wieder töten darf. Geil, Mann. Digga, die Folge kommt ja brutal an, Digga. 560.000 Views nach 10 Stunden. Bro, Alter. Digga, da wird ja rasiert. Da wird ja geisteskrank. She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money.